Ein wunderschönes Hallo und willkommen beim nächsten Goldspiel für Ende November. Diesmal für die Xbox 360 mit Far Cry 3 Blood Dragon. Ich kenne es nicht, habe es nie gespielt. Und jetzt kommt es als Goldspiel, wunderschön. Kann man es ausprobieren und durchspielen. Und ja, wieder um eine 15 bis 20 Minuten. Und mehr kann ich eigentlich noch nicht sorgen. Far Cry 3, normale Spiele habe ich gespielt mit allen Erfolgen und so. Und dieses Blood Dragon habe ich nie gespielt. Sieht auch sehr komisch aus, finde ich. Wir machen mal auf leicht, weil ich will es mir ja nur anschauen. Was? Was sind denn das für Texte? Das All. Die Erde. In unmittelbarer Zukunft, am Ende des 20. Jahrhunderts. Der Planet wird von einem Atomkrieg heimgesucht. Aus der radioaktiven Asche Nordamerikas erhebt sich eine neue Art von Soldat. Was ist das für eine kranke Scheiße? Willkommen zurück, Sergeant Rex Power Cole. Sie sind jetzt ein Mark IV. Halb Mensch, halb Maschine. Zusammen Cyber Command. Schweinebacke, die Zentrale meint, deine Übertragung wäre lahm. Die müssen dich neu kalibrieren. Mich? Ich bin so gut wie perfekt, Bruder. Alle Männer wollen wie ich sein. Und du stehst auf Männer. Ja, verstanden. Wir nähern uns dem Ziel. Befehle von Briar Patch kommen rein. Missionsparameter. In Feindbunker eindringen und gegnerische Missionsdaten downloaden. Einsatz tödlicher Waffen bewilligt. Gegner ist Gefahrenstufe schwarz. Wiederhole. Gefahrenstufe schwarz. Genfer Konvention aufgehoben. Lieutenant, gegen wen verdammt treten wir da an? Keine Ahnung, Sergeant. Aber Stufe schwarz? Da kommen da wenige Trupps in Frage. Und zwar nur die besten Spider. Alarm! Alarm! Leider Skynet entdeckt. Kilodrohne 7-3 nicht länger auf Tarnvektor. Ausweichen! 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 Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Ha! Genau wie damals in Mittelamerika. Ich gehe mich mal amüsieren. Checkpoint! Alter! Was ist das für eine kranke Scheiße? Wer hat sich denn hier ausgelassen bei dem Spiel? Wir lassen erstmal alles explodieren.
Ich weiß ja nicht, ob man sterben kann. Oh. Bring uns sofort runter. Weiterflug zu Koordinaten. Ich habe meine Befehle. Ich suche den Bunkereingang. Und ich sorge für Ablenkung. Zeigen wir denen, wie Cyber Commandos das machen. Mark Forstall, Schnullerbacke. Alter. Wer hat sich das Ding ausgedacht? Oh mein Gott. Erfolg. Sicherheitsüberbrückung. Aktiviere Tutorial-Programme für Sergeant Rex Power Codes. Verstanden. Lade Grundausbildungsprogramm 101 aus Militärnavigation für Dummies. Automatisches Waffenholstern für leises Vorgehen. Ah, du blödes Arschloch. Viel Spaß! Alter, Bekanntmachung. Ah, verfickt nochmal! Wenn Sie springen wollen, springen Sie. Spider. Oh Mann. Gehen Sie in die Hocke. Lass mich Leute töten, verdammt! Sehen Sie sich um sich umzusehen. Sehen Sie sich um sich umzusehen? Das ist nicht Alter. Cool. Durch Bewegen können Sie sich in zahlreiche Richtungen fortbewegen. Ach so. Warum? Rennen ist wie Gehen. Nur schneller. Fuck. Stören diese Tutorials Ihre Zerstörungswut? Wer hat sich das ausgedacht hier? Machen Sie einen Messer-Takedown, indem Sie sich anschleichen. Ein Messer-Takedown? Markieren Sie Gegner zur leichteren Verfolgung. Aha. Lenken Sie arglose Gegner mit Ihrem D20 ab. Nerd. Würfel? Spider. Die sind von der Omega-Force. Das gehört mir ganz und gar nicht. Ich pass auf den... Nach einem Messer-Takedown können Sie mehrere Gegner per Ketten-Takedown ausschalten. Ah. Hat irgendwie nicht geklappt. So mag ich das. Cyberherzen, Alter. Wie hat sich das ausgedacht? Nach oben. Mal ehrlich jetzt. Lade weitere Trainingstipps aus. Das ABC des Krieges. Oh Mann. Also das ist mir schon wieder zu durchgeknallt hier alles. Alter. Und das hier ist besonders schlecht. Es ist halt eine Knarre. What?
Nach einem Messer-Takedown können Sie ein Shuriken auf einen nahen Gegner. Aha. Ist die Anzeige voll, kann der Feind Sie sehen. Keinen Gegner übrig lassen. Also das ist mir wirklich zu abgedreht hier. Einen Takedown konnte ich nicht machen. Oh Mann. Alles auf Cyber, hier steht so ein Hubschrauber. Schießt hier. Ah. Irgendwie halt das mit diesem Kettending noch nie raus. Waffenrad? Ach da! Ah ja! Ganz genau! Autofahren kann ich auch! Aber nicht so gut! Da erstmal abhauen. Shotgun auf Reichweite ist eigentlich scheuert. Was habe ich denn noch? Okay. Noch ein Auto. Wie viel kommen denn hier? Ich weiß ja noch nicht mal, was ich hier machen soll. Kopfschuss, das einzig wahre. Level aufgestiegen. Oh mein Gott. Wer hat sich das ausgedacht? Ich weiß schon, warum ich es nicht gekauft habe. Also das ist mir zu durchgeknallt. Mission abgeschlossen. Briar Patch, warum sagen Sie nicht, dass es Omega Force ist? Das war mal Omega Force. Das Plan ist übergelaufen und wir müssen wissen, warum. Dringen Sie in den Bunker ein und besorgen Sie die Daten vom Hauptrechner. Rex, es ist Sloan. Colonel Ike Sloan. Ich habe auch unter ihm gedacht. Ach so. Das ist einer von mir. Der nicht. Bist du bereit, ihm eine Kugel zu verpassen? Lass uns erstmal zum Hauptrechner und herausfinden, was hier... Sieht aus wie Sub-Zero. Ein bisschen. Eliminieren Sie alle Omega-Force-Soldaten und beschützen Sie Spider. Oh, ich werfe mal Granate. Schwer gepanzerte Cybersoldaten in Erinnerung. Nach einem Messer-Takedown können Sie mehrere Gegner per Ketten-Takedown ausschalten. Was ist das denn für ein Kunde? Das ist so widerlich. Ja, ein bisschen mache ich noch, aber weiter mache ich denn nicht. Also ein ganz interessantes Spiel, besser als dies am Anfang des Monats, aber mein Ding ist es nicht. Nehmen Sie den Laufsteg, um sich über dem Feind in Position zu bringen und auf ihn fallen zu lassen. Hä?
Was denn? Molotow-Werfer entdeckt. Bleiben Sie auf Distanz und zielen Sie auf Ihr exquisites Feuerwasser. Feuerwasser? Ganz, ganz komisches Spiel. Oh Mann. Feuer frei. Was haben die denn für eine Quatsche, Alter? Grenade. Mich fast selbst mit hochgejagt. Finden wir den Hauptrechner. Oh yeah. So Leute, wir sind schon fast bei 17 Minuten. Und ich muss sagen, es gefällt mir nicht so. Man kann es ja mal durchspielen, aber wem es gefällt. Also mein Ding ist es nicht. Aber es ist halt kostenlos, da guckt man sich das mal an. Und man schießt auf Atomsprengköpfe. Und ja, wir sehen uns Anfang Dezember. Ich glaube, da kommen ganz gute Spiele. Ansonsten, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.